Schnittlokal. Das Schnittlokal ist im Dorf. Karl, ja, guten Tag. Der wagt sich ins Dorf? Unser Karl fürchtet sich vor niemand. Aber der schickt ihn. Der hängt doch schon seit Monaten aus und kein Verräter hat sich bisher gefunden. Zum Großvater Wolf. Der Stülpler? Was wollt ihr denn hier? Frau, guckt der Karl, der große Raubschütz. Mit euch reden, wenn's recht ist, in eurer Kammer. Nicht in der Kammer, hier in der Schenke, die ist öffentlich. Und ihr setzt euch in das Bier, Neugierde schielt. Wer spielt? Na, dann holt eure Tochter. Nein. Ihr habt meinem Kinde den Kopf verdreht. Mit sich selbst ist sie uneins. Durch euch ist sie im Gerede. Die Sache, die mich herführt, ist so, dass Christine dabei nicht fehlen darf. Und wenn er mich totschießt, ich hole sie nicht, auf keinen Fall. Ein feiner Knall? Schießen. Tot. Ich bitte euch. Das ist der beste Schütze, den ich je gesehen. Der schießt einer Mücke im Flur in die Ohren ab. Setze sich hier hin. Halt das Maul. Sonst ist er draußen. Ich bitte euch. Um eurer Tochter willen. Holt sie. Christine. Ja, Vater. Kurz heraus, ich bitte euch um Christines Hand. Wir wollen heiraten. Teufel, das ist... Eine besonnene Antwort, bitte. Nun denn, wie man es gebraut hat, so muss man es trinken. Landleute heiraten nach Land. Edelleute nach Stand. Hofleute nach Welt, Kaufleute nach Geld. Und wonach heiratet ein Raubschütz? Vielleicht nach der Liebe? Er redet von Liebe. Wo sind die Diebe? In meinem Garten fehlt auch ein Kürbis. Halt die Lippe, Alter! Wer redet von Liebe? Die geheiligte Ordnung einer Familie gründet sich auf Würde, auf Ehrbarkeit und auf Besitz. Wo ist denn die Würde eines Deserteurs? Und wie hoch zielt die Ehrbarkeit eines steckbriefig gesuchten Raubschützen? Und wie will er der Habe nichts mein Kind ernähren von gestohlenen Pilzen und geräubertem Wild? Nein! Meine Antwort ist nein, nein, nein. Da schlag doch gleich der Blitz ein. Meine Liebe zu seinem Kind begann auf einer Waldwiese, wo er Christine hingeschickt zum Pilze stehlen, wie es heißt. Wo blieb da Würde, Ehrbarkeit? Doch lassen wir den Streit. Ich bitte euch, sagt ja zu unserer Heirat. Will er mit ihr im Wald kampieren, in Höhlen und auf Bäumen wohnen? Nein. Wir werden uns einen Flecken suchen, wo man uns duldet. Ein Haus, einen Garten. Wo wäre denn dieser Flecken? Sagt ja zu unserer Heirat. Nein! Dann muss ich reden, Vater. Dass ich Karl liebe, wie er ist, das weißt du. Hast es nie gebilligt. Was du aber nicht weißt... Und da gibt es nichts zu billigen und nichts zu verbieten. Ich kriege ein Kind. Welche Schande. Sagen wird man, die Tochter des ehrbaren Schenkenwirts Wolf erhielt 14 Tage Gefängnis nach geltendem Recht und Gesetz, weil sie ledig und schwanger war. Weil sie einen unehelichen Bankert hat. Sie muss nicht ledig bleiben. Sagt ja zu unserer Hochzeit. Nein, sag ich! Mit ihm keine Heirat! Eine Heirat? So du aber heiratest, sündigest du nicht. Und so eine Jungfrau freiet, sündigt sie nicht. Halt's Maul!
sagt der Pastor. Rein. Tritt er näher. Grüß Gott, Herr Pastor. Grüß Gott. Verzeiht, wenn ich als ungebetener Gast hier... Bei mir ist willkommen, wer freundlich einspricht, bitte. Was kann ich für ihn tun? Ich wollte euch allein sprechen. Rede ruhig, meine Haushälterin ist taubstumm. Wer ist er? Meine Bitte ist, mich mit einem Mädchen zu verheiraten. Heute noch. Ein Unbekannter... Und so rasch? Umstände recht eigener Art bringen mich dazu. Solch eine wichtige Handlung soll ich vornehmen mit ihm und einer, die er nicht nennt? Auch ihn sehe ich heute zum ersten Male, kenne weder seinen Namen noch sein Gewerbe. Sei's drum, ich bin der Stülpner Karl. Er ist der Stülpner? Er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod, der Enkel Noahs. Könnt ihr meine Bitte erfüllen? Ich muss über seine Kühnheit staunen. Er weiß doch, dass es auch meine Pflicht ist, den landesherrlichen Befehlen gehorsam zu leisten und seine Gegenwart zugleich der Obrigkeit anzuzeigen. Das werdet ihr nicht tun. So sprich, Stülpner. Ich höre. Herr Pastor, mein Gewissen drückt keine Blutschuld. Ich habe Streit mit der Obrigkeit, weil ich Unrecht nicht ertragen kann. Bisher betraf es nur mich. Ich ging in den Wald, machte ihn zu meiner Festung. Jetzt aber betrifft es die, die meine Frau ist. Bitte helft mir, vollzieht die Trauung. Sonst droht ihr das Gefängnis. Die Gefängnisstrafe für seine Tochter, die ließe sich umher. Doch schwanger bleibt sie. Es käme mit dem Kind auch unsere Korrektur des Gesetzes an den Tag. Also muss sie heiraten. Ja, aber nicht den Stülpner Karl. Dann einen anderen. Doch heiraten muss sie, und zwar schnell. Der Helferich, der ist vergafft in sie, der Herrschaftsjäger. Besser eine Laus im Kraut als gar kein Fleisch. Sein Vorwurf trifft. Es geht Gewalt über Recht. Der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergeben sich verkehrte Urteile. Weh dem. So steht's bei Habakuk. Ihr versteht meine Lage. Dein übergroßes Rechtgefühl machte dich zum Räuber und Rechtsbrecher. Ausschweifung in einer Tugend verkehrt diese in ihr Gegenteil. Mag sein, ich habe manches aus Gefühl verkehrt angepackt. Ich habe auch erst in letzter Zeit ein bisschen über mich nachgedacht. Doch meine Bitte geht auf Heirat. Ich bitte euch, helft. Ich will's bedenken. Es eilt. Eile ist des Teufelsbote. Sirach sagt, der Reiche tut Unrecht und trotzt noch dazu. Aber der Arme muss es leiden und danken dazu. Ihr widersprecht euch. Einmal wehe dem, der Gewalt tut, dann wieder der Arme muss es leiden. Ja, muss er es nur leiden oder darf er auch mal aufmucken? Der weise Mann schweigt, bis er seine Zeit ersieht. Wann ist die Zeit? Tja. Da wäre es wieder, dieses Kusch, bis du beißen kannst. Manch einer kuscht, bis er stumpfe Zähne hat. Und bleibt am Ende doch ein armer Lumpenhund. Jetzt kann er sich an seinem Feind, dem Stülpner, rächen. Er heiratet die Tochter vom Wirt. Christine? Der ja oft genug bedrängt hat. Nie mehr als billig. Alt genug zur Ehe ist er. Wer ohne Frau lebt, ist ohne Wohl, ohne Hilfe, ohne Freude und na und so weiter und so weiter. Oder will er nicht? Wann soll... Rasch! Am besten morgen. Morgen? Böses wird nicht mit Bösem überwunden. Schäme dich nicht zu bekennen, wenn du gefehlt hast. Ich kam nicht, um zu bekennen. Ich will heiraten. Wollt ihr die Trauung vollziehen? Erst sage dich los von deiner Rotte Cora. Ich bitte euch um die Trauung. Entscheide dich
Die Engel halten den Atem an. Wollt ihr die Trauung oder nicht? So nicht. Ihr steckt alle unter einer Decke. Das ist das Ende. Dann sitze ich hier im Wald, verfemt und verkrochen. Und nicht einmal dem liebsten Menschen, den ich habe, kann ich helfen. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist und bleibst der Stülpner. Wer ist das? Die Leute sagen, er wäre groß, er wäre kühn, er wäre stark. Wäre ich nur halb so groß und halb so kühn und halb so stark, könnte ich Christine und mir helfen. Sie haben mir mein Leben verhunzt. Bin ich denn nicht fähig, einen Platz in der Welt auszufüllen, auf dem ich die Achtung der Menschen erringen kann? Sie achten dich doch. Und wie? Ach, ich mein's anders. Hast du in deinem Raubschützendasein nie gefühlt, dass du nicht an deinem Platz bist? Dass du an dir selber frevelst, wo es doch in deiner Hand gegeben ist, ein anderer zu sein und zu werden, als du bist. Du fühlst wohl so? Ja. Mir sind solche Gedanken oft gekommen. Böse Stunden. Und sie kommen immer öfter. Du bist wer für die Welt? Ein gefürchteter Raubschütz. Ein trauriger Ruhm. Soll ich etwa stolz drauf sein? Nein. Sie haben mir mein Leben verhunzt und ich habe es mir verhunzen lassen. Ein zweites Leben kriegt man nicht, wenn's erste verdorben ist. Man kann mit seinem Leben nicht umgehen, wie andere gerade wollen. Verpfuscht hast du dir dein Leben. Lässt dir ein Kind machen von dem. Was verlange ich denn Unrechtes von dir? Du sollst einem Manne die Hand geben, der angesehen ist. Und brav. Und sein gutes Auskommen hat. Ich heirate den Helfrich nicht. Christine, ich bin am Ende. Ich bin auch nicht mehr, weil es nichts nützt. Ich heirate den Helfrich nicht. Dann bleibt mir nur ein Ausweg. Der Strick. Die Schande will ich nicht erleben. Christine. Ich heirate den Helfrich nicht. Sie suchen.
Spieß und Stang, bis sie mich doch erschleichen. Bis sie mich doch erschleichen. Der Stülpner wird's nicht dulden, dass die Christine und er wird's dulden müssen. Die Hochzeit wird von der Obrigkeit unauffällig abgesichert. Dem Büttel lädt er zur Hochzeit ein. Da hätte er schon einen Wächter. Und die Häscher halten sich im Hintergrunde in Bereitschaft. Der Tag gedenkt mir ewig. Wie es für eine Hochzeit sich gehört. Ist doch der schönste Tag im Leben. Tja, ja. Die Liebe und die Ehe sind wie Feuer und Wasser. Ist die Liebe heiß, wird die Ehe kalt. Ihr werdet doch das glücklichste Paar von der Welt. Hier ist schon schwer genug ums Herz. Gerade so muss es sein. Weine nur, mein Täubchen, weine nur. Tränen sind der Schmuck der Braut. Der Pastor wird gleich kommen. Der Ehestand gleicht einer Bassgeige. Sie ist der Grundton des Lebens. Die Liebe bläst Flöte. Die Kinderchen Querpfeife. Die Nachbarn die Trompete. Die Hörner sind überflüssig. Wie sagen doch die Juristen, der ist der Vater, auf den eine gesetzliche Heirat als solchen hinweist. Der Helfrich ist so dumm, dass einer Sau das Grausen ankommt. Liebe und heirate. Wenn du liebst, wo du nicht heiratest, so wirst du heiraten, wo du nicht liebst. Und danach wünschen, weder geheiratet noch geliebt zu haben. Wie Mann und Weib voll Glut zu einem Leib, so katten sich die Elemente. Kleiner Kniff, letzter Schliff, Kugelpfiff, Kugeltriff. Ratratzzähne, kannst du dich nicht ankündigen? Hochzeit. Sie machen Hochzeit. Wo? Im Dorf. Heute Mittag zur 12. Stunde. Da muss ich mich eilen. Und wem soll ich aufspielen? Wo ist Karl? Lauert irgendwo einem Zwölfender auf. Um Himmels Willen, gerade jetzt. Er macht doch nicht Hochzeit. Aber Christine! Mach doch nicht blöde Witze. Es heißt, man hätte sie so weit gekriegt, den Helfrich zu heiraten. Da müssen wir handeln. Ich gehe den Stübner suchen. Und du lauf in das Dorf. Den Helfrich verhindern, dass er nicht in die Kirche kommt. Und wenn es nicht anders geht, nagel die Kirche zu. Mach ich. Christinchen. Christine, ich verspreche dir immer... Es ist nicht meine Schuld, dass es so gekommen ist. Es wäre mir auch lieber gewesen, wenn du aus freien Stücken...
Lass das Getuschel. Ja, ich werde dir dann noch das Kleid richten dürfen. Babette, lauf zur Kirche und frag, wo der Pastor bleibt. Er wollte es abholen, wie es der Brauch. Babette bleibt. Ich trage die Verantwortung. Keiner verlässt hier den Raum. Halt! Wo will denn das Biest hin? Der muss mal in die frische Luft. Das Blattzeis kann wichtig sein. Himmel, Herrgott, und wenn sie wirklich Hochzeit macht? Weg ist er. Christina heißt, macht Hochzeit. Ach, du bist ja nicht bei Trost. Nogel hat's gehört, sie muss den Helfrich heiraten. Damit kommst du erst jetzt heraus? Komm! Not setzt die Kuh in Trab. Wolfgang, komm her. Der Herr schafft sich ja Helfrich. Soll noch rauskommen, sie muss zum Fährerstock. Schon recht. Komm. Ob das der Pastor ist? Ist kein Ausschank heute. Ich soll was bestellen für den Herrn Herrschaftssieger. Was ist denn? Der Herr Herrschaftssieger möchte mal rauskommen. Jetzt will ihn wir sprechen. Mich? Da hinten, am Pferdestall. Es wäre was Wichtiges. Wer will ihn denn sprechen? Ich weiß nicht, wer es ist. Nichts da. Keiner verlässt den Raum. Hab strenge Order. Aber wird's wirklich was? Weiß nicht, wer es ist. Das kommt mir verdächtig vor. Werd erst mal selber nachsehen. Dass mir keiner den Raum verlässt so lange. Oh, nein, das ist doch der Falsche. Oh, nein, nicht, Hilfe! 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 Ertrunken. Auch du hast noch. Ihr verdorrt dir den ganzen Fußboden. Genau sind wir nicht verrückt. Der Leibhaftige ist weg. Hilfe! Wer ist weg? Christine! Verdammt nochmal. Suchen! Los, zuerst nach oben! Da! Wenn sie aber vom Vater gezwungen worden ist. Christine? Lässt sich nicht zwingen. Wenn aber, und es möchte sein, der Gerichtsverwalter hat nur so ausgestreit, um dich ins Dorf zu locken. Könnte er billiger haben. Und wenn's nun keine Falle ist? Wenn der Hund... Wenn die Sonne vom Himmel fiele, säßen wir alle im Finstern. Also stimmt das doch. Auf ins Dorf. In 12 Königreichen und allen übrigen europäischen Landen begeisterten wir das Publikum, Damen und Herren. Ihr könnt hier nur gewinnen, von der Blume bis zum Bierseidel, durch einen einzigen Schuss. Hier bei mir, bei Pistolo Knaltini, gibt es den einzigartigen, unübertroffenen Hauptgewinn, eine echte Flasche Champagner aus der echten Champagne. Für den, der alle Blumen von der Scheibe schießt. Wer wagt es? Wer ist der beste Kunstschütze, der sich den Gewinn erschießen will? Ja. Nehme ich den? Moment.
Nimm das hier. Also los. Oh, jetzt gibt's einen Knall. Oh. Nur nicht entmutigen lassen, wie sagt doch der Dichter. Ich habe Mut genug, barfuß durch die Hölle zu gehen. Also, neuer Schuss, neues Glück. Versuch's erst im Guten. Werd mich bemühen. Ich stelle mich gut mit dem lieben Gott. Ich werde uns den Rückweg sichern. Falls der Günther irgendeine faule Sache eingefädelt hat, dann hole ich die Christine raus. Schade, dass der Noggel fehlt. Der möchte im Dorf zur rechten Zeit uns helfen können. Tretet näher, liebe Leute, kommt, nehmt die Büchse. Ohne Büchse hat noch keiner geschossen, oder? Na, alter Hefekloß, machst du nicht auch ein Schüsschen? Ach, du willst nicht, dann pack dich oder roll dich. Ein Kerl so dick wie hoch, wozu braucht ihr Beine? Zum Kugeln. Also ich schieße auf die Scheibe, wo ist der Champagner? Verzeihung. Hey. Ihr habt ein Brett vorm Kopf, wie es aussieht. Ihr dürft schießen hier, aber zielt nicht auf die Scheibe. Die Blume wäre am sichersten, auf die ihr zielt. Kommt. Moment. Also wenn ich drücken darf, sagt das. Achtung. Ja. Und los. Los. Da. Zufall. Überall spielt der Zufall. Eine blinde Hummel findet auch eine Blume, aber hier müssen alle Blumen getroffen werden. Na, Kugelblitz, wer das könnte, bitte. Ich versuch's gern nochmal. Ich habe Christine gefunden in ihrem Zimmer. Sie hat sich eingeschlossen. Sie können sich was antun. Christine, aufmachen! Verdeifelt der Gestank. Geht einem nicht aus der Nase. Christine, mach doch auf! Auf der Stelle kommst du raus! Christine, Christine, ich bitte dich, mach auf! Wo, Liebe? Was ist denn? Wir haben sie! In ihrem Zimmer! Schließ die ein! Sie hat sich selber eingeschlossen! Verdammter Mist! Hör auf! Ich komme! Schnell! Himmel, Herrgott, Sakrament! Da. Wo sind denn die Sachen? Da. 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 Dreh dich um. Hab dich nicht so. Christine. Christine, mach doch auf. Sie hat den Riegel vorgeschoben. Ich geh hier nun auf. Sie hat den Riegel vorgeschoben. Was? Christine! Christine, mach doch keinen Unsinn. Ja, macht schon. Ach, diese Blamage. Der Pastor kann jeden Augenblick kommen. Lasst mich nun endlich gehen. Barmherzigkeit möchte auf die Not sehen, Herr Pastor, und nicht auf die Ursache. Oder die Person. Wollt ihr mich Barmherzigkeit lehren? Nichts für ungut, Herr Pastor. Ihr habt studiert auf Nächstenliebe. Ich bin euch in dieser Wissenschaft nur ein Dilettant, doch ein Geübter möchte man sprechen. Drum möchte ich bitten für meinen Freund. Noch einmal euch im Guten. Ich füge mich nur der Gewalt? Ich habe ein weiches Herz. Herr Wirden, ich möchte euch bitten, stellt euch die Gewalt halt vor. Doch fiegt euch, bitteschön. Ja, jetzt geht's los. Halt, Betrug, ich protestiere. Er hat alle Blumen getroffen. Ja. Ich protestiere, die Abmachung ist ungültig. Jawohl, sie ist ungültig, das ist sie. Jawohl, das ist bist du ruhig, du lause Junge. Sie ist ungültig, weil er hat sich dumm gestellt. Lass das Gewehr los, geh fort hier weg. Meine eigenen Augen habe ich gegeben, das kannst du auch sehen. Das ist doch keine Flinte. Kann ich doch betrügen, wenn ich das nicht sage. Du hast alles dann und du hast genau gesehen, was ich gemacht habe. Ich füge mich nur der Gewalt. Dankeschön, Erwerden. Gefügt ist gefügt. Die richtige Gewalt heben wir uns für die anderen auf. Schämen soll er sich. Augenblick.
So, jetzt schäme ich mich. Und nun bitte. Hier herein. Ich füge mich nur der üblichen Gewalt. Wenn es lange dauert, gib mir etwas zu lesen. Die Bibel? Das Hauptbuch Gottes möchte man sprechen. Die Taubstumme möchte sich auch in den Karzer besser verfügen. Du hast zu gehorchen, Basta! Denk doch mal an mich, dein Vater. Wenn du dich sperrst, Christine, ich weiß nicht, was der Gerichtsverwalter tut. Nachsehen wird er mir's nicht. Christine, ich bitte dich. Ich bitte dich, ich bitte dich. Ihr seid der Vater, befehlt ihr! Du schrecklicher Gestank. Das dauert Tage, bis der vergeht. Sekunde. Der Pastor bleibt. Er müsste doch längst hier sein. Wer? Der Pastor. Wer denn sonst? Vielleicht wartet in der Kirche auf uns. Worauf warten wir denn noch? Es wäre nicht der Brauch, aber wenn ihr meint... Ich meine. Los, los, es ist höchste Zeit. Höchste? Ich dachte, es wäre Hochzeit. Ja. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Was willst denn du von mir? Was hab ich denn? Ja, die haben sich wahrhaftig bei den Haaren. Das ist ernst. Wir sollten sie zur Ordnung präparieren. Wir haben strikte Anweisung, den Hintergrund zu halten. Wir sind ein Sonderauftrag. Das ist wahr. Dass Häscher zur Hochzeit nötig sein, hätte ich nie gedacht. Ich dachte stets, es braucht einen Pastor bloß dazu. Wohlan nun ihr Reichen weinet und heult über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Ihr habt den Armen Unehre getan. Schönherr hat den Mumms, lässt sich entschuldigen. Er schickt mich als Lückenbüßer. Ich bin des Pastors Amtsbruder über den Berg. Höchste Zeit, Herr Wirten, höchste Zeit! Höchste Zeit ist schlechte Zeit. Gottes Zeit heißt Ewigkeit. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Kenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Brief des Paulus an die Römer, 11. Kapitel, Vers. Sie kommen über die Kirche! Weg, Tragini! Steck dich an den Tisch, Bratti. Nichts da. Los, komm, das ist was faul. Der Schwarze, der Musikant ist da. Wie denn? Will er zur Hochzeit aufspielen? Nein, er predigt. Wie das? Er hat sich verkleidet. Und woher ist das? Der Schildner nicht weit. Oh, mein Hut. Das Gewehr. Schnell, schnell, schnell.
Verdammt nochmal! Wo ist denn der Helfrich? Wenn hier ein Bräutigam verloren ging, so braucht die Hochzeit deswegen nicht auszufallen, wenn ihr mit mir vorlieb nehmen wollt. Du Halunke, das sag ich gleich, ich Verwalter! Hörst du nach rechts auf den Schwarz? Er gibt das Leben und der Herr nimmt das Leben, denn er allein hat die Macht und das Recht. Thank you.
künftig aus dem Netze ziehen, was ich dir gestellt habe. Kerl, der Schurke spricht aus dem Gesicht. Na, Vater, dann möchte mein Gesicht ein Spiegel sein. Ach. Er rettet dich von der Hand deiner Feinde und von denen, die dich verfolgen. Halt! Christine! Bleib hier! Lass gut sein, es liegt schon genug Holz im Walde. Ein Rätsel gefällig. Wie heißt der Arzt, der uns im Leben nur ein einziges Mal behandelt? Rede nicht davon, das macht dir zu schaffen. Ich habe Christine mitgebracht, sonst macht sie doch noch die falsche Hochzeit. Schleudern Schnapsbrüchen, da wisst ihr besser. Die letzte Ölung, Hochwürden. Dich wollen sie da drüben gar nicht haben, Dicker. Bleib lieber bei uns. Jetzt kann ich nicht mehr ins Dorf. Ich geb dich auch nie mehr her. Freund und